Ich bin Andreja Granowski. Ich bin Schauspieler, gerade hier in Berlin mit meinem Künstlerkollektiv. Und ich bin Jude. Ich bin Leonard Dick. Ich bin Schauspieler und Regisseur. Jüdisch sein bedeutet für mich, zweimal nachzudenken, bevor ich sage, wer ich bin. Ich bin in Hannover geboren, ich kann Hochdeutsch, habe jüdisches Blut, aber die Leute sehen etwas in mir, was nichts mit mir zu tun hat. Und das war dann ein großes Fragezeichen im Prinzip. Was bin ich dann? In den 90ern sind meine Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion aus St. Petersburg nach Deutschland emigriert, weil es möglich war für Juden unter dem Kontingent Flüchtlinge nach Deutschland einzureisen. Ich bin auch in Deutschland geboren. Ich muss dazu sagen, ich habe 4 Halbgeschwister und wir sind alle komplett in verschiedenen Richtungen aufgestellt. So sind wir eine Patchwork-Family. 2 meiner Brüder sind russisch-orthodox. Meine Schwester und mein Bruder sind Muslime bzw. Tatare. Ich bin Jude, väterlicherseits. Meine Mutter ist keine Jüdin. Wir sind dann auch in die Kirche gegangen. Ich wurde auch dieser Seite der Religion irgendwie dann vorgestellt, aber irgendwie konnte ich da nicht so anknüpfen. Antwortete Echo. Jener erstaunt und wendet den Kopf nach jeglicher Seite. In der Sowjetunion hat man einen Pass bekommen und auf diesem Pass stand Jude. Dann hast du diesen Pass gezeigt und wurdest dementsprechend behandelt. Mein Vater hat sehr viel Gewalt erfahren in der Kindheit. Ja, Beleidigungen waren gang und gäbe auf der Straße, in der U-Bahn, worauf er dann angefangen hat, glaube ich, auch mit Gewalt zu reagieren. Mein Vater war nicht Mitglied einer Gemeinde. Ich wurde trotzdem sozusagen durch meine Großeltern, habe ich sehr viele Einflüsse, also eine Kultur mitbekommen von Erzählungen. Die haben noch Jiddisch sprechen können oder sogar Hebräisch. Die haben gebetet zu Hause. Es war irgendwie Teil der jüdischen Kultur, das zu Hause auch auszuleben. Die Feste, wie gefilte Fisch oder irgendwie aus Matzenbrot halt verschiedene Sachen gemacht, die koche ich eigentlich jetzt auch selber. Nachdem ich mit dieser Kultur aufgewachsen bin und mich damit angefangen habe zu identifizieren, wurde mir auf einmal wurde mir gesagt, aber ist denn deine Mutter Jüdin? Und dieser Schullehrer war Deutscher und das war total verwirrend, weil er hat gesagt, so, naja, dann bist du ja kein richtiger Jude. Und dann dachte ich mir so, kein richtiger Jude? Was bedeutet das? Wie kann man denn kein richtiger Jude sein? Und dann in der Synagoge bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden, dass ich es aus halachischer Sicht also einfach auch nicht bin. Ich bin in Hannover geboren. Meine Mutter kommt aus Chile. Mein Vater kommt aus Russland. Beide haben ihren Weg irgendwie dann nach Deutschland gefunden. Habe sozusagen 2 Kulturen erlebt als kleines Kind. Einmal die russische, einmal die südamerikanische, chilenische. Habe ich natürlich mitbekommen, dass eben von beiden Seiten aus, also einmal von der südamerikanischen als auch von der russischen Seite meiner Familie irgendwie jüdisches Blut durch meine Venen fließt. Und das habe ich ehrlich gesagt das erste Mal so richtig gespürt, als meine russische Großmutter gestorben ist. Auf einmal war ich auf einem jüdischen Friedhof und auf einmal trug ich eine Kippa und all das war auf einmal irgendwie haptischer. Ich habe schon vorher immer mal wieder von meinen Eltern mitbekommen, hey, eigentlich bist du Jude, aber wir praktizieren es nicht und du musst es nicht jedem erzählen, behalte es lieber für dich. Als ich dann 13 wurde, war sozusagen meine inoffizielle Bar Mitzwa zu Hause. Inoffiziell, weil ich sie nicht in der Synagoge haben konnte, weil
ich nicht Mitglied dieser Gemeinde war. Meine Großeltern tatsächlich, am liebsten wäre es ihnen, dass ich überhaupt niemandem sage, dass ich Jude bin. Auch eben aus Angst, dass man irgendwie deswegen diskriminiert wird oder eben Antisemitismus erfährt. Und dann habe ich das eigentlich für mich immer irgendwie geheim gehalten oder mit mir mitgetragen. Und plötzlich habe ich verstanden, dass es einfach irgendwo doch vielleicht mehr Teil ist von mir, als ich und vielleicht auch meine Eltern sich eingestehen wollten. Eine Gestalt in Grau erscheint und sie hat kein Gesicht. Es ist ein Totenkopf. Und dann habe ich gesagt, ich will Giur machen. Habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich nicht Teil davon bin. Und immer mehr auch wahrgenommen, dass ich auch nicht von allen so gesehen werde, also als einer von ihnen, weil mein Vater Jude ist. Ich war nie in einer Synagoge wirklich und habe da irgendwie die Tora nicht gelesen, nichts. Es war für mich alles so total Neuland und davor hatte ich einfach Angst. Und darum habe ich mich einfach zurückgezogen. Ich habe hier nicht so eine starke Aggression in Deutschland wahrgenommen. Ich bin in meinem Schauspielstudium für eine Zeit nach St. Petersburg gefahren zum Studieren, aber bin hier mit anderen Sachen konfrontiert worden. Auf einmal musste ich mir diese blöden Witze anhören. Wenn es in der Schule um Judentum ging und man hat diese Karikaturen gesehen, man hat dann nicht irgendwie angefangen, das anders zu beleuchten. Man wurde damit konfrontiert, die Juden wurden so gesehen und die Leute in der Klasse haben gelacht, was das nochmal bestätigt hat, weil ich dachte, okay, irgendwas ist mit uns Juden, ja, behalt das lieber für dich, bevor du irgendwie Scheiße erlebst in irgendeiner Art. Es ändert sich die Energie im Raum. Wenn du in Deutschland sagst, ja, ich bin Jude, das Verhältnis zu dir verändert. Es ist auf einmal eine Vorsicht da, ein komisches Interesse. Oh, das, ja, Wahnsinn, echt, ich habe noch einen Juden kennengelernt. Oder ich habe das Gefühl, auf einmal Schindlers Liste fährt so vor den Leuten irgendwie vor meinem Gesicht, als wäre ich so eine Leinwand. Und die sehen so die ganzen Dokus über die Shoah auf mir projiziert. Und auf einmal bin ich eine Projektionsfläche. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich weniger mit der Religion auseinandergesetzt, sondern vielmehr mit Juden im öffentlichen Bereich. Diese großen Persönlichkeiten, die es da draußen gibt, die sich dazu bekennen, das hat mir irgendwie einen Stolz gegeben, weil ich gemerkt habe, die sagen das und das ist Teil von denen. Dadurch fing ich an, das eher nicht mehr als ein großes Mysterium, was ich erstmal verdränge, zu sehen, sondern als, okay, ich nehme das. Und das bin ich. Ich bin aber auch Russe und ich bin auch irgendwo Chilene und ich bin auch irgendwo Deutscher und ich bin auch irgendwo Jude. Und die Frage ist, wo finde ich den Punkt des nicht mehr Angst davor haben? Je weiter es in seine Runden dreht, zieht er die ganze Zeit ein neues, unbekanntes Jetzt an mir vorbei, obwohl ich überhaupt nicht danach gefragt habe. Komisch, oder? Ich fragte nie nach diesem neuen Jetzt, aber bekomme das Gefühl nicht los, dass ich es insgeheim immer wollte. Haben Sie schon mal davon gehört? Ja, klar, aber muss ich? Muss ich daran teilnehmen lassen oder besser gesagt es teilnehmen lassen an meinem Jetzt? Ich glaube, unsere Generation von Postmigranten, also Kindern, die mit zwei Identitäten aufwachsen, sich also hier versuchen irgendwie zu integrieren und zu Hause aber eine andere Sprache und eine andere sprechen und eine andere Kultur wahrnehmen, wir haben das eh extrem schwer. Und auf einmal kam ich wieder in einen Konflikt mit mir selber, weil ich gedacht habe, okay, man erkennt mich auch gar nicht als Jude, sondern man erkennt mich als derjenige, der ich bin, als tatsächlich habe ich alles gehört bis jetzt. Ich bin Türke, ich bin Tunesier, ich bin Mexikaner, ich bin Italiener. Ich bin in vielen Augen zuallererst kein Deutscher. Ich habe eh das große Privileg, mich hinter meinem Akzent zu verstecken, hinter meiner Haut zu verstecken. Ich bin weiß, mir wird das nicht gleich angesehen, dass ich jüdisch bin.
Und ich habe das große Privileg, dass ich Schutz habe in dem Sinn. Und den nutze ich auch sehr oft. Als es immer sich mehr verkompliziert hat, habe ich meinen Gio, habe ich das alles abgebrochen. Und selbst wenn es einen Rabbiner gibt oder jemanden, der mir offiziell bestätigt und sagt, du bist jüdisch, dann ändert das nichts daran, dass es trotzdem Leute geben wird, die mich nicht als das sehen. Also meiner Vorstellung kann ich nicht einfach in einen Raum spazieren, in einem Raum voller Juden und Jüdinnen und sagen, hey, ich bin jetzt auch einer von euch. Davor hatte ich einfach viel zu viel Angst. Und dann kam mein Schauspielstudium und ich wurde angenommen in München und da habe ich André kennengelernt. Ich wusste nicht, dass Leo auch jüdische Wurzeln hat zuerst. Und wir sind komplett anders damit umgegangen, weil ich war eben jemand, der komplett gleich irgendwie das preisgegeben hat und die Beziehungen untereinander im Jagen definieren wollte. Und bei Leo habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Und dann habe ich André gesehen und habe gemerkt, so okay, es muss etwas stattfinden. Es muss eine Verantwortung kommen, ein sich auseinandersetzen mit sich selbst und mit seinen Wurzeln, weil das wichtig ist. Ein Teil von mir wünscht sich sehr, Teil einer jüdischen Gemeinde zu sein. Er kämpft. Er ist patrilinear und kämpft darum zu sagen, so hey, ich will als Jude anerkannt werden. Und ein anderer Teil, im Moment bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, ich bin nicht religiös. Ich will eigentlich nicht Teil einer Synagoge sein, einer Institution, wo ich mich irgendwie ständig rechtfertigen muss. Dass ich Jude bin, ist bei mir gegeben. Und bei André ist es halt nicht gegeben, weil er eben nur patrilinear ist. Das ist irgendwie paradox. Ich bin Jude, weil es einfach matrilinear so ist, aber weil ich glaube, dadurch, dass ich es nicht ausgelebt habe oder mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, wie André es gemacht hat von Anfang an, fühle ich mich auch nicht anerkannt. Leo hat auch mein inneres Dilemma gekannt, dass ich auch diese Zweifel habe und wenn ich mich daran erinnere, war das eigentlich auch total wertvoll, dass da jemand war, der auch jüdisch war und mich anerkannt hat. Und es hat gereicht in irgendeiner Weise, dass jemand sagt, ich zweifle nicht daran, warum sollte ich? Oder diese Stimme, die ganze Zeit fragt, warum er? Warum nicht ich? Warum er? Warum nicht ich? Warum? Warum sie? Warum nicht ich? Warum? Warum ihr? Warum nicht ich? Theater ist tatsächlich eine sehr, sehr tolle Form, Sachen diskursiv zu behandeln. Ich glaube, ich konfrontiere mich mit meinen Problemen und mit meinen Sorgen auf der Bühne, ob ich dann als Schauspieler oder als Regisseur. Ein Ruf nach außen. So. Und ich glaube, es ist immer besser, in einer Geschichte etwas zu verarbeiten, als in einem Angriff. Wenn das alles in einem Kontext passiert, der das erlaubt, darf ich auf der Bühne all das verarbeiten oder behandeln und auch aussprechen. Weil da auf der Bühne, da verlierst du diese ganze Maske, die du trägst, wenn du im Alltag rumläufst. Aber auf der Bühne, dann darfst du auf einmal schreien. Oder du darfst wütend sein, du darfst weinen, aber du darfst auch sehr viel lachen. Und all das ist, all das, was du sozusagen zurückhältst, darf auch da kurz raus. Das ist so klar und einfach wie ein Duak. Aber die Welt ist nicht einfach. Das Leben ist nicht fair. Das ist ja das Tolle am Theater und in der Kunst, dass man das rausfinden kann im Prozess und alles verändert sich. Und diese Veränderung kann man jetzt irgendwie mitnehmen und das wollen wir auch in unserem nächsten Projekt anhand unserer Biografien auch, anhand unserer Erfahrung, das sich eben mit dem Thema Judentum in Deutschland beschäftigt. Das ist ja auch eine Community-Arbeit, aus der dann Theater, Musik, Tanz, Musical, was auch immer alles entstehen kann, ne? Wir haben ja jetzt auch sehr lange zusammen gewohnt, also für das Projekt, beziehungsweise Leo ist nicht nur ein Freund von mir, sondern auch mein Mitbewohner. Und wir kennen uns also schon länger, als ich einfach in Berlin bin. In dieser Gruppe da, wo verschiedene Nationen auch aufeinandertreffen, da sind wir irgendwie, da dürfen wir das. Es ist safe. Eigentlich ist diese Gruppe, hat diese Gruppe nicht so richtig Ränder. Das franzt total aus, das überlappt sich mit anderen Sachen. Das verschiebt sich die ganze Zeit. Man merkt, es funktioniert. Es ist völlig egal.
wer da sitzt oder woher du kommst oder so. Wir lachen über die gleichen Witze, wir reden über die gleichen wichtigen Themen, wir arbeiten zusammen, wir schaffen zusammen etwas auf der Bühne. Es läuft nicht mehr über irgendeine Nation oder über irgendeine Religion. In dem Fall sprechen wir alle die Sprache der Kunst oder des Theaters, auch wenn das jetzt extrem prätentiös klingt. Aber dadurch, dass wir uns da finden, ist alles andere egal. Und auf einmal ist die Welt wenigstens auf den Proben irgendwie ganz, ganz friedlich. Du kannst nicht behaupten, dass du jemand bist, der du nicht bist. Nicht, weil ich irgendwie beschnitten oder nicht beschnitten oder religiös bin oder eine Kette trage, sondern ich mache es anhand meiner Erfahrungen fest. Und viele werden sagen, das reicht nicht. Und das ist auch okay. Das ist ihr Recht, das zu sagen. Aber ich kann mit diesem Gedanken besser leben. Was ist für mich jüdisch sein? Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, dass ich diese Frage irgendwann in meinem Leben zufriedenstellend beantworten werde. Aber ich will und ich werde es versuchen. Und wenn es über die Kunst läuft, umso schöner. Ich glaube, es muss jeder für sich entscheiden. Wenn du das Gefühl hast, dass du sagen kannst, ich bin Jude, dann sag's.